jetzt einfach raus, raus, raus. Leute, raus, geht raus. Und jetzt weitermachen, mach weiter. Weiter, 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 weiter. Los, Leute. Neuer Vlog, Barcamp. Also es ist wie so ein Typ-Fanken-Treffen. Ihr kennt das alte Spiel, bloß dass Barcamp ein bisschen professioneller gemacht sind. Da sehen wir aus wie so der letzte Rotz. Der Typ ist auch neu am Start, habt ihr wahrscheinlich auch noch nicht auf dem Kanal gesehen. Der Typ heißt Johnny LP. Ja, ich bin Johnny LP, ich mache Let's Plays, auch wenn ich nicht Let's Plays mache. Der Typ ist so, der Typ heißt Vitio. Hallo! Hey! Was geht? Dann heißt es Johnny. Willst du dich mal vorstellen? Ja. Aber mach keinen Scheiß. Alles klar, gut. Weiter geht's. Also. Komm, sag was. Ja, also ich bin der Daniel. Ich dachte, du bist der Vitio. Nein, nein. Vom Kanal Die Doppel-A-Treffer-Rennung I. Ja. Ich glaube, das langt. Ich glaube, du bist Julie Mam, oder? Ja, richtig. Stimmt, alles klar. Alter, Alter. Ist jetzt auch gekommen. Yay. Habt ihr jetzt eigentlich alle auf mich gewartet? Oder wie war das? VIP-Auftritt. Wir sind gerade erst angekommen und ihr erwartet, wurde es schon direkt laut. Ja. Weil wir so richtig die Unruheschiffe sind und der Markus gerade aufs Klo gegangen ist. Jetzt wollte ich gerade. Ja, falls ihr mal alles klar sagen wollt. Ah, alles klar, Marco. So, die Bilder, die man hier hat, ne, die muss man quasi hier so haben. Zum Beispiel mein Bild hier bei Kreativ. Dann habe ich bei mir auch Comedy zum Beispiel, damit halt die Leute wissen, so, was ich mache. Und so bei Musik habe ich. Also, ich glaube, die anderen wollen vor, ne, nun mal so. Machen halt einfach alle. Bei Musik. Die anderen Leute wollen vor. Nein, geht mal weg. Also, nochmal zum Mitschreiben: Barcamp, das sind wir jetzt eine Weile schon. Und kannst schon ruhig Menge, lauter reden, schon ja. Eine Menge Scheiße gemacht. Und wir haben auf jeden Fall schon einige Leute getroffen. Und was sagst du zum Barcamp? Also bis jetzt richtig coole Leute. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt, weil wir sollen ja irgendwelche Videos auch noch machen. Ich habe keine Ahnung, welche YouTuber wir bei sind. Man guckt so in die Menge und weiß gar nicht, was die machen. Vor allem wir haben halt schon jetzt schon so voll den Scheiß gemacht. Ja. Also weil die da sind alle so... Bei einer habe ich, fast Teller runtergeschmissen. Das ist lustig, wir kommen so rein, alle so... Was sind das für Schwaffen? Was ist los? Vor allen Dingen ohne Scheiß, ne? Ihr müsst euch das so vorstellen. Wir sind erst war es wirklich total ruhig, dann kommen wir rein. Es wurde auf einmal echt laut. Es sollte uns zu denken geben. Ja. Bist du eigentlich auch YouTuber? Nee. Ich mache hier Jugendradio. Achso. Deswegen bin ich da. Meine das ist voll Aufnahme läuft immer noch, das weißt du. Ja. Ah. Ja, irgendwie haben alle ihre Sticker auf mich geklebt. Achso. Ah, okay. Ja, Tunga. Wir organisieren zum Beispiel verschiedene Festivals, Jugendfilmfestival, Kinderfilmfestival und haben verschiedene Redaktionen, Radioredaktionen, Fernsehredaktionen. Ich habe immer häufig Probleme gehabt mit AVCHD, das ist so ein Sony-interner Codec, der ist nicht unbedingt gut einlesbar in Adobe, also zumindest noch nicht, vielleicht ändern die das ja auch irgendwann. Die beiden Bunkers, die sich nicht konzentrieren, Alter. Genau. Wir sind halt da und Steve erzählt gerade so ein bisschen was über YouTube. Ich beginne mit etwas komplett anderem. Ja, wir können auch das. Alter, du kleiner Mieser! Mach doch mal. Du hast jetzt gedacht, ja, genau. Ich will eigentlich. So, Freunde, wir haben uns jetzt was erklären lassen zum Thema After Effects, weil wir uns da noch nicht richtig auskennen und das Programm aber haben. Hier im Studio Dead fucking Adam. Ja, Dead's Lucky Eva. Ja, es hat so ein... Kann ich mal hin? Ja, mach. Auch noch so ein wildes Jahr. Erstmal ohne Facecam. Kannst aber nur reden, du kannst Montagen zusammentreiben. Ja, das wäre halt wahrscheinlich nicht für dich, oder du kannst einfach, wenn du... Ja, nice, ne? Ja. Dagegen sieht das Equipment aus wie der letzte Scheiß. Hast du das studiert, das nochmal hier? Nein! Hey, ich trau mich nicht so. Vor allem, wenn so viele Menschen da sind. Ist doch egal. Du musst so weinen während der Aufnahme. Ja, recht. Eigentlich das Barcamp. Wie findest du es? Hat es deine Erwartungen entsprochen? Das Barcamp, ja, naja, was heißt meine Erwartungen entsprochen? Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich dachte, es wäre groß, voll und nervig. Ist aber geil. Es sind nicht zu viele Leute da, es sind nette Leute da, es sind richtig coole Leute da. Du kannst mit jedem irgendwie reden, Kontakt knüpfen, was zusammen machen. Weil halt alle das gleiche Hobby haben, mehr oder weniger. Es macht es total einfach. Richtig. Und ja, man lernt auch viel. Durch die Workshops, durch die Sessions, die wir hier machen. Wir probieren hier ganz vieles aus. Wir sind jetzt auch gerade im Tonstudio. Der Skylow, also der Marco, haut hier jetzt auch noch irgendwas raus.
Wir machen einfach alle was außer ich. Ich bin krank. Kannst du auch rappen. Warte noch. Schokolade! Möchtest du den verrückt machen? Warum ich nicht? Weil das zu viel ja, macht. So eine skandalöse Frage. Ich weiß es nicht. Wer ist auf Toilette? Wer ist im Frauenklo gewesen und hat nicht gespürt, ha? Was ist das? Zu vernetzen, damit wir alle in Kontakt bleiben. Wie geht es? Ja, dort einfach deine Daten schicken. Ich habe noch keinen Channel, aber ich habe seit heute vielleicht einen Channel. Ah, alles klar. Ich flüge. Vögel? Boah, ich könnte noch schnell. Gianni. Weil du es auch gemacht hast. Ja, was ich auch noch sagen wollte, das wollte ich nochmal im Video sagen. Sehr gute Rede, die du heute gehalten hast. Und dass du die Fragen so gut beantwortet hast. Dankeschön. Muss ich auf jeden Fall auch nochmal im Video sagen. Hast du sehr gut gemacht. Fühl mich gelobt. Vielen Dank. Bitteschön. Dankeschön. Oh, unbedingt eins. Ja, okay. Sorry. So, Freunde, das so sieht das Ganze wird ja dann aus. Daran habe ich jetzt knapp 1,5 Stunden dran gesessen. Ich weiß schon, manchmal merkt man, dass mein Videos eigentlich so überhaupt nicht an, aber ich brauche schon so 2, 2,5, 3 Stunden, die ganzen Videos immer zu schneiden. Okay, bei dem habe ich jetzt nur 1,5 Stunden gebraucht, weil ich unter Kontrast eigentlich jede einzelne Szene, die ihr hier seht, qualitativ nochmal aufwerte mit Kontrast und prinzipiell ein paar Effekte immer noch so einbaue. Jetzt in dem Video jetzt nicht so krass, darum habe ich auch nicht so lange gebraucht. Dann reden wir nochmal so ein bisschen Tacheles hier. Das Fazit zu dem Barcamp ist auf jeden Fall, das existiert schon seit knapp 4 Jahren ungefähr. Und wir haben es nie geschafft hinzugehen und jetzt denke ich mir, Digga, bist du deppert? Warum bin ich da noch nicht früher hingegangen? Leute, das war einer der geilsten Tage, die dieses Jahr passiert sind. So, neben den ganzen Konzerten und so weiter, muss ich ganz ehrlich sagen, YouTube Barcamp war richtig, richtig geil. Es waren einfach so viele korrekte Leute da und ich habe so viele Kontakte da geknüpft. Wer weiß, was da in der Zukunft noch alles passieren wird, mit wem man noch alles was starten kann. Ich wäre einfach am liebsten nicht mehr weggegangen. Weil das fing irgendwann morgens an und ging dann fast bis Mitternacht, weil keiner irgendwie weg wollte. Es war einfach so ein geiler Tag. Und es gab immer irgendwas zu tun. Dir war nie langweilig. Es gab immer irgendwas. Die haben was gedreht. Da wurde irgendwas besprochen. Dann bist du da irgendwie hingegangen. Hast, keine Ahnung, dich totgefressen an Suppen und so weiter. Also es war immer irgendwas los und du konntest immer mit irgendjemandem reden. Das war wirklich mega, mega geil. Vor allen Dingen, dass ich auch mal Breakout TV und Tense mal kennenlernen durfte, weil die kenne ich auch schon von früher, die habe ich früher auch schon geschaut. Wir sind dann abends natürlich, also was heißt abends, nachts noch trinken gegangen. Aber da sind wir nicht so lange geblieben, weil wir mussten natürlich den Nightliner erwischen. Ich habe ja kein Auto, also noch nicht. Und deshalb muss ich mit dem Bus fahren. Da sind dann halt nur noch Nightliner gefahren und dann ist halt einer um 2 Uhr gefahren und ansonsten hätten wir 1 Stunde warten müssen. Also von dem her wollten wir dann lieber schon ein bisschen früher gehen und haben dann den um 2 genommen. Das soll es dann mit dem Video gewesen sein. Ich würde dann mal sagen, haut rein und bleibt fresh, denn so lebt sich's am besten.